Neue Kategorie, neues Glück. Anime-Review in einer Minute oder weniger. Eine Herausforderung für mich, also drückt mir die Daumen. Heute Potemaio. Los! Potemaio ist genial. Habe selten so ausgiebig und frei gelacht. Die Gags sind klasse und wirken nicht ein einziges Mal erzwungen. Die Charaktere sind allesamt sehr, sehr sympathisch und jede Person hat so ihren ganz eigenen persönlichen Charme. Der Style der Serie verursacht Karies allein schon vom Zusehen. Ich bin ja nicht so dafür bekannt, auf niedliche Dinge abzufahren, aber oh mein Gott, gibt es da drin goldige Szenen. Wie gesagt, Karies eben. Eine Story ist nicht vorhanden, jedenfalls nicht sehr tiefgründig, braucht es aber auch überhaupt nicht. Auf den ersten Blick denkt man eher an kindischen Humor, doch der Schein trügt. Dazu kommt noch die passende musikalische Untermalung, die dem Ganzen noch das passende Krönchen aufsetzt. Wer sollte sich Potemaio anschauen? Fans von Witzen sexueller Natur, Überdosis von Niedlichkeit und vor allem von Gag-Anime. Wer soll diesen Anime meiden? Hater von alledem. Ich gebe Potemaio eine 9 von 10.